Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten, herzlich willkommen zu Teil 2 eures Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch wann es kritische Zeiten für die Liebe gibt. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar weiter. Aber wir schauen jetzt auch genauer in den Januar hinein und auch auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, denn die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir loslegen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen 12 Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in dieses Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Zu Jahresbeginn empfangt ihr noch keine direkten Aspekte von Venus oder Mars auf eure Sonne, aber der Merkur ist wieder direktläufig und läuft noch bis zum 10. Januar durch euer Partnerhaus. Deswegen mangelt es euch bestimmt nicht an Einladungen, netten Gesprächen und Begegnungen. Der Neumond am 17. Januar findet in eurem 8. Sonnenhaus statt und betont das Saturn-Thema der Verantwortung und der gemeinsamen Verpflichtungen in Partnerschaften. Ihr könntet also bei der Neumond-Meditation darüber nachdenken, worauf ihr euch im neuen Jahr einlassen wollt. Das können Hochzeitspläne, Projekte oder Verträge sein. Es geht einfach darum, ob ihr bereit seid, verbindlich etwas zuzusagen und euch dann auch dran zu halten. Wenn ihr liiert seid, geht es vielleicht auch darum, was ihr euch gemeinsam anschaffen wollt und wofür ihr eine Verantwortung übernehmen möchtet. Vom 18. Januar bis zum 11. Februar steht die Venus günstig zu eurer Sonne. Die wird nämlich dann hier in den Wassermann gehen. Und das ist nicht nur gut für die Liebe, sondern auch ein schöner Aspekt für eure Freundschaften, in denen man sich gerne hilft und unterstützt. Ab dem 26. Januar und dann bis zum 17. März wird der Mars durch den Schützen laufen und damit durch euer Partnerhaus. In dieser Zeit kann es zu Neckereien oder auch zu Konflikten mit eurem Partner kommen. Für Zwillinge-Damen kann das eine Zeit sein, in der ihr inspirierende und witzige Verehrer kennenlernt und vielleicht foppt und neckt euch jemand nur, um mit euch näher in Kontakt zu kommen. Es kann auch gut sein, dass ein Flirtpartner sehr stürmisch auftritt und direkt mit euch ins Bett möchte. Und wahrscheinlich habt ihr sogar Lust dazu. Die Mondfinsternis am 31.01. steht im harmonischen Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Aber am besten ihr rechnet damit, dass Menschen aus eurer Umgebung sich vielleicht etwas seltsam oder emotional aufgewühlt verhalten. Etwas kritisch könnte die zweite Hälfte des Monats Februar werden. Da geht die Venus durch die Fische und das Ganze in Spannung zu eurer Sonne. Und da steht ja auch der Romantikplanet Neptun und das Ganze dann auch in Spannung zum Mars, der in eurem Partnerhaus steht. Also passt ein bisschen auf, ne? Nicht, dass euer heißer neuer Verehrer noch andere Eisen im Feuer hat. Denkt an die 90-Tage-Regel, erstmal 3 Monate abwarten, was wirklich dahinter steckt. Dann geht es aber gut für euch weiter und zwar ab dem 7. März, da steht die Venus wieder harmonisch für euch und zu eurer Sonne. Und für die dritte Dekade ergeben sich dann nochmal ganz prickelnde Flirtchancen. Vom 24. April bis zum 19. Mai geht die Venus durch euer eigenes Zeichen Zwillinge. Das ist immer eine gute Zeit. Man fühlt sich beschwingt, charmant, hat eine tolle Ausstrahlung und freut sich an den schönen Dingen des Lebens. Vom 6. bis zum 10. Mai hat sie allerdings dabei diesen Konflikt zu Neptun, der zu Missverständnissen in der Liebe führen kann, andererseits aber auch die Ausstrahlung unwiderstehlich macht. Das wird eine sehr prickelnde Zeit. Denkt einfach bei allen neuen Flirts, die sich in dieser Zeit ergeben, an die 90-Tage-Regel. Der Mars wird 2018 über weite Strecken günstig zur Zwillinge-Sonne stehen und euch mit Inspiration und Schwung versorgen, vor allem wenn ihr Pläne für die Zukunft macht oder auf Reisen seid. Es ist auch ein sehr guter Aspekt für Zwillinge-Geborene, die viel im Internet unterwegs sind, vielleicht als Blogger oder YouTuber oder auch wenn ihr einen Flirtpartner über eine Dating-Plattform sucht.
Vom 16. Mai bis zum 13. August und dann nochmal vom 10. September bis zum 15. November bekommt ihr einen aufbauenden Aspekt von Mars, der dann im Wassermann steht, in eurem 9. Sonnenhaus. Dabei müsst ihr allerdings auch berücksichtigen, dass der Mars vom 26. Juni bis zum 27. August rückläufig sein wird. Dann können vielversprechende neue Entwicklungen auch in der Liebe oder beim Reisen erstmal zum Erliegen kommen. Aber keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Es kann auch gut sein, dass ein Typ, den ihr in dieser Zeit kennengelernt habt, sich dann erstmal wieder zurückzieht, aber der kommt dann wieder, wenn der Mars wieder direktläufig wird. Auch Pläne und Projekte, bei denen es nicht weitergegangen war, kommen dann wieder in Gang. Insgesamt steht der Mars aber, wie gesagt, günstig für euch. Einen besonders guten Lauf habt ihr vom 14. Juni bis zum 9. Juli, wenn die Venus durch das Zeichen Löwe läuft. Denn da aktiviert sie dann auch den Mondknoten und damit das Potenzial für Seelenbegegnungen. Das ist eine Zeit, in der Inspiration und Liebe zusammenkommen, mit vielen süßen, heißen Liebesbotschaften und auch vielleicht tollen Internetflirts. Auch der Mars steht zu dieser Zeit günstig zur Zwillingesonne und gibt euch Schwung und auch Toleranz gegenüber potenziellen Lovern aus fremden Kulturkreisen. In dieser Zeit ist euer freundschaftlicher Rat auch sehr gefragt. Man sucht eure Nähe und das Gespräch mit euch, denn ihr könnt euch gut in die gefühlsmäßigen Irrungen und Wirrungen anderer hineinversetzen und ihnen beim Sortieren helfen. Und wer weiß, vielleicht trifft euch dabei dann Amors Pfeil, wenn ihr noch auf der Suche seid. Ähnliches gilt für die Zeit vom 6. August bis zum 9. September. Da bildet die Venus einen sehr schönen Aspekt zur Zwillingesonne, und zwar in eurem 5. Haus der Lebensfreude. Das ist auch nochmal eine Zeit für Solo-Zwillinge, in der die Chance erhöht ist, eine Romanze anzufangen. Und es sieht auch wieder so aus, als ob eure Freunde und Bekannten aus anderen Sternzeichen sich freuen, wenn sie sich mit euch unterhalten können, um ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren. Aufgrund ihrer Rückläufigkeit kehrt die Venus vom 31. Oktober bis zum 2. Dezember dann nochmal zurück in diesen guten Aspekt zur Zwillingesonne. Und auch dann gibt es sicherlich wieder eine Menge zu flirten oder mit euren Freunden zu besprechen. Außerdem ist das eine sehr kuschelige Zeit für erotische Stunden in festen Beziehungen. Ab dem 8. November geht dann der Jupiter in den Schützen und damit in euer Partnerhaus und das für die nächsten 13 Monate. Dann beginnt eine Phase, in der eure Beziehungen so richtig aufblühen und wenn ihr bis dahin noch solo seid, steigen eure Chancen zum Jahresende, um zu flirten und einen tollen Partner zu finden. Das waren die Highlights und die kritischen Phasen eures Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.